Ja, meine Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen zurück bei Real Nico. Wir starten direkt rein ins Video und nehmen heute ein, zwei Spieler, Leihspieler, ein bisschen unter die Lupe, beziehungsweise die aktuellen Aussagen, die aktuelle Lage von unseren Leihspielern, die jetzt eben zurückkommen oder auch eben nicht zurückkommen. Ebenso hat sich die Situation bei Pavlenka verändert und Eggestein-Gerüchte. Wir gehen über das Ganze, wir gehen jetzt auf das Ganze ein. Wir fangen mal an bei Niklas Schmid, das jetzt schon seit zwei, drei Tagen bekannt, wird nicht weitermachen beim SV Werder Bremen. Die Planung von Schmid und Bremen gehen auseinander, heißt, dass Schmid entweder verliehen werden soll oder im Idealfall verkauft werden soll. Finde ich irgendwo sehr schade, steht aber nun mal leider jetzt fest. Können wir auch direkt abhaken, machen wir direkt beim nächsten Thema weiter. Aussage zu Pavlenka ist folgende. Pavlenka soll, beziehungsweise Werder Bremen stellt sich jetzt praktisch so hin, dass man gesagt hat, wir haben nie gesagt, dass wir Pavlenka unbedingt verkaufen müssen oder abgeben wollen. Das ist auch völlig richtig so. Trotz dessen, jetzt haben mir nämlich ganz viele auch geschrieben, ey Nico, hast du schon gehört, Pavlenka bleibt. Das steht alles noch überhaupt gar nicht fest. Es ist einfach nur so, dass man sagt, man muss ihn oder man will ihn nicht unbedingt abgeben. Wenn aber natürlich ein passendes Angebot kommen wird, dann wird man sich damit auch beschäftigen und dann wird auch Pavlenka gehen. Das ist die Sachlage eigentlich bei Pavlenka. Nicht die, dass man sagt, der bleibt jetzt zu 100% bei Werder. So, beziehungsweise so vernehme ich das Ganze auch. Dann Benjamin Goller. Und das ist jetzt die größte Überraschung eigentlich von dem Ganzen. Soll wohl ein weiteres Jahr zu KSC ausgeliehen werden oder sogar verkauft werden. Soll nicht zurück zu Werder kommen. Das ist das aktuell heißeste Thema. Das verstehe ich überhaupt gar nicht, weil gerade jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, dass ja auch Markus Anfang mit Flügel spielen will, brauchen wir ja auch Spieler, die so ein bisschen individuell einsetzbar sind. Und wenn wir davon welche im Kader haben, dann muss man ja auch Benjamin Goller damit zuzählen, den man so auf zwei, drei Positionen mehr einsetzen kann, gerade Richtung Flügelposition, meiner persönlichen Meinung nach. Ich persönlich würde es nicht verstehen, sage ich ehrlich. Ich habe ihn auch fest irgendwie in der Vorbereitung jetzt schon gesehen und fest irgendwie bei den Flügeloptionen mitgezählt als Kaderkandidaten. Würde mich sehr wundern, was mich auch direkt zu einem Gedanken bringt, den ich hier mit reinbringen will, und zwar Jojo Eggestein. Die Frage ist jetzt folgende: Wenn eben Bremen plant oder zu dem Markus Anfang plant, mit Flügelsystem zu spielen, was ja bestätigt worden ist, und die Flügelspieler sollen auch kommen, beziehungsweise je nachdem nimmt man auch Spieler aus dem Kader, um das aufzufüllen, weil du natürlich keine vier Flügelspieler holen kannst, ne? Wir reden davon wahrscheinlich ein bis zwei Flügelspielern, die geholt werden, und dann Leute aus dem Kader, die rein theoretisch spielen könnten. Jetzt aber die große Frage, mit wie vielen Mittelstürmern sollen wir dann in die Saison gehen? Aktuell im Kader sind eben noch Osako, der in dem System von Markus Anfang gibt es kein Ziel, das heißt, wir reden da von Mittelstürmer, Füllkrug, Johannes Eggestein, der jetzt eigentlich jetzt zurückkommt, dann einen Stürmer, der wahrscheinlich kommen wird, ob jetzt Behrens, Dorsun oder sonst was, Woltemade, Dinci, die man nach vorne drin spielen lassen könnte. Das wird ganz schön spannend, wenn man nur mit einem Mittelstürmer spielt. Bringt mich auf die Frage, naja, wenn man jetzt bei Goller da das vermeintlich, sag ich mal, dann das Geld sieht, dass man sagt, okay, man will ihn irgendwie nicht als Kader gehört haben, dann spart man sich lieber das Geld und leiht ihn nochmal aus oder verkauft ihn, eben um Geld zu regenerieren. Was wird mit Jojo Eggestein gemacht? Jojo Eggestein hat klar verlangt, dass er eine klare Perspektive aufgezeigt haben will. Und ich glaube nicht, dass man jetzt mit Eggestein redet und sagt, hör mal zu, siehst du dich da als Flügelspieler? Er sagt nein, und dann sagt man, ja gut, aber bleibst du im Kader, wärst dann einer von den vier, fünf Mittelstürmern. Gerade wenn man dann noch einen holt. So, weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich finde es wirklich schwierig einzuschätzen. Ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich plane eigentlich fest mit Jojo Eggestein und glaube auch, dass es einer der Säulen der zweiten Liga sein kann. Andererseits finde ich es extrem schwer zu sagen, weil man natürlich jetzt nicht so weiß, was hinter den Kulissen da abgeht. Fakt ist, am Samstag ist Trainingsauftakt, beziehungsweise Vorbereitungsbeginn. Und dann werden wir spätestens auch mal sehen, wie die einzelnen Spieler vielleicht auch mit Markus Anfang schon reden. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Letzte News des Tages ist noch, Maxi Eggestein soll wohl mehrere Angebote vorliegen haben. Warum hat er kein Einzelvideo bekommen? Kann ich erklären, weil es noch kein konkretes hier gibt. Es sind Spekulationen. Deswegen fassen wir das hier alles auch in diesem Video zusammen. Kurz und knackig, sodass sich jetzt jeder einmal jetzt auf neuesten Stand ist. Und dann schauen wir, was passiert. Wenn was Ernsteres oder Konkreteres passiert, dann werde ich mich natürlich auch wieder melden. Ihr kennt das Ganze ja von mir.
Und heute Abend sehen wir uns tatsächlich mal wieder in einem Stream. Darauf freuen wir uns sehr. Und zwar im deutschen Stream. Ihr seht schon, da hinten sind ein paar Sachen schon bereitgelegt. Marcel ist auch dabei und ich freue mich sehr. Wie gesagt, heute Abend ein bisschen Deutschland-Stream. Ich hoffe, ihr seid dann auch am Start. Wir machen hier einen coolen Livestream. Natürlich könnt ihr auch währenddessen Werder-Fragen stellen, wisst ihr doch. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns heute Abend wieder. Ciao.